Das ist die Serie Solos. Das ist die neueste Kollektion aus unserer Atelier Collection. Aus der Feder von Ludovica und Roberto Palomba. Es handelt sich dabei um eine Serie, die aus Keramik und aus Armaturen besteht. Bei der Keramik handelt es sich um ein ganz besonderes Material, Diamatec. Das ist ein Material mit einer bestimmten Zusammensetzung, die es ermöglicht, ganz enge Radien und ganz dünne Wandungen herzustellen. Wir haben diesen Waschtisch in zwei Größen, in 100 und in 120 cm. Und das Besondere ist die tiefe Hahnbank, die wir haben. Wir bieten damit eine Menge Stauraum und auch die Möglichkeit, die Technologie der Armatur dort drunter zu integrieren. Es gibt dazu Möbel aus der Serie Konka. Konka ist die Möbelplattform, die wir zu allen unseren Waschtischen der Atelier Collection anbieten. Die Waschtische der Serie Solos gibt es in zwei Farben, in weiß glänzend und in schwarz glänzend. Wir können sagen, dass wir mit Solos unseren Singular-Gedanken vollumfänglich ausschöpfen. Wir haben den Waschtisch gemeinsam mit der Armatur entwickelt. Die Armatur ist integraler Bestandteil. Die Technik der Armatur sitzt unterhalb der Hahnbank und wird auch so gemeinsam ausgeliefert. Also man bekommt den Waschtisch zusammen mit der Technologie der Armatur ausgeliefert. Ja, ich komme hier noch einmal kurz zurück auf das integrative Konzept von Solos Keramik und der Solos Armatur. Was wir hier sehen, ist im Grunde der Einhebelmischer. Und wir haben hier ein Konzept des radikalen Minimalismus verfolgt. Das heißt, Sie haben wirklich nur noch den Auslauf und hier ein Stellteil. Ermöglicht wird dies dadurch, dass die Technologie unterhalb der Hahnlochbank sitzt. Und Sie haben hier jetzt verschiedene Optionen und können unterschiedliche Ausläufe auswählen. Wir haben hier neben Chrom, sehen wir hier Magnetic Gray, das heißt im Rahmen der Atelier Collections zeigen wir hier die volle Bandbreite an PVD-Oberflächen. Hier in der mechanischen Ausführung haben wir einen Bedienteil, das heißt ich starte mit Kaltwasser und dann mischt sich Warmwasser hinzu. Das ist eine neue sequentielle Kartuschentechnologie, das heißt wir kommen hier mit einem Bedienelement aus. Natürlich haben wir auch berührungsfreie Sensoriklösungen. Hier ist nun wirklich das Konzept in aller Radikalität umgesetzt. Ich habe nur noch einen Auslauf, sonst nichts weiter und alles funktioniert berührungslos. Sobald ich mich nähere, startet hier der Wasserfluss. Und auch hier können wir mit vorgemixter Temperatur arbeiten oder wir können thermostatisch arbeiten. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, Wunschtemperatur einzustellen. Wir haben mit dem Thema Solar Showering auch ein ganz neues Duschkonzept entworfen. Und zwar sieht man einmal hier das schöne Duschsystem, was wir haben bei Solos. Der erste Augenmerk geht natürlich direkt auf die beleuchtete Kopfbrause, die wir hier haben, mit ganz tollen Funktionalitäten. Das heißt, ich kann mir in meinem Licht, in meinem Bad wirklich eine Art ambiente Beleuchtung schaffen und auch ganz bequem per App-Steuerung sogar noch das Licht verstellen. Ich zeige das einmal ganz kurz. Indem ich jetzt hier auf eine Farbvariante gehe, kann ich mir also jegliches Licht einstellen, was ich gerne haben möchte in meinem Badezimmer. Auch noch die Helligkeit einstellen. Das Ganze hat eine tolle Memory-Funktion, sodass ich immer wieder den gleichen Effekt in meinem Badezimmer habe. Wenn ich das Ganze nicht möchte, lasse ich es einfach in der Standardeinstellung bei diesem schönen warmen Weißton. Natürlich ist das Licht nicht das Einzige, sondern wir haben in der ganzen Solos-Kollektion das Thema Dusche wirklich ausgebaut und auf den Endverbraucher ausgerichtet. Das heißt, ich habe hier eine ganz tolle Kopfbrause mit drei verschiedenen Funktionen. Das ist einmal das Thema Regenbrause, also Rain. Dann habe ich das Thema Silk Rain mit also wirklich ganz feinen, tollen, weichen Droplets. Das Ganze ist etwas weicher als die normale Regenausführung, sodass ich also wirklich auch ein entspannendes Duscherlebnis haben kann. Und in der Mitte habe ich noch einen Einfunktion Laminar Spray, den nennen wir Second Skin Spray, der mich quasi komplett mit Wasser einmal umhüllt. Das ganze Thema mit den Sprayarten, das haben wir auch in der Handbrause integriert. Hier mit ganz toller Navigo-Umschaltung, mit der ich also ganz einfach auch hier drei Strahlarten einstellen kann. Wir haben hier ein schönes Thermostat. Wir wissen, dass Stauraum im Bad immer wichtiger wird. Ich möchte irgendwo meine Shampoo- und Duschgelflaschen abstellen. Das heißt, hier habe ich eine schöne Shelf-Lösung, bei der ich auch genügend Platz dazu habe. Und das Besondere ist, bei dem Solos-System muss ich eben auch nicht zur Kopfbrause reichen, um dort die Funktion umzustellen, sondern das Ganze kann ich bequem hier auf Körperhöhe machen. Das heißt, ich habe einmal hier die Tasten, mit denen ich bequem dann die Funktion umstellen kann.
Genau, das Ganze dann hier für die Hand- und die Kopfbrause und ganz gewohnt hier der Griff für die Temperatur. Neben dem Duschsystem, was wir in der Art und Weise anbieten mit dem Licht, gibt es natürlich auch weitere Varianten. Hier sieht man beispielsweise eine Weiterentwicklung von unserer Navigo Unterputzlösung. Und zwar ist das jetzt hier gezeigt mit den Navigo Griffen, die wir also schon kennen. Das heißt, ich kann einmal drücken und drehen in einem. Ich stelle also Wasser an und Volumen kann ich in einem verstellen. Hier unten ist der Temperaturgriff. Und auch hier, ähnlich wie ich es eben beim Thermostat erklärt habe, kann man also mit diesen Griffen an der Seite ganz bequem die Strahlarten der Kopfbrause einstellen. In dem Fall ist es also auch mit drei Funktionen Kopfbrause gezeigt und hier einmal noch als Variante die Einfunktion Handbrause dazu.